Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Until Dawn. Ja, wir sind jetzt hier mit Josh, mit Chris und Ashley unterwegs. Verdammt, was ist denn hier bloß los? Okay, jetzt geht's sofort wieder los und ich erschrecke mich wieder. Geil. Hier haben wir noch ein Bild. Das Bild, das haben wir schon gesehen. Wir fragen Chris, Ashley, Hannah und Beth. Und ja, es ist immer noch das Gleiche. Es hat sich nichts hier verändert mit dem Bild. Nur auf einmal ging eine komische Kerze an. Ja. Okay. Hierdurch können wir schon mal nicht. Und ich habe echt keinen Bock zu wissen, wo die jetzt hin ist. Also, und der Mörder, also der mit der Maske, dieser Clown, was das ist, der muss ja auch irgendwo hier noch sein. Und da ist der Fernseher. Geht der Fernseher wieder an? Ne, er geht nicht an diesmal. Diesmal bleibt er aus. Also nur bei Beth ging er an. Wir können ja mal hier gucken. Ist Chris uns überhaupt noch hinterher? Läuft er uns hinterher? Ich weiß gar nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür auch. So wie vorhin auch, wo wir hier mit Sam vorbeigegangen sind. Also das hat sich schon mal nicht verändert. Rausgehen können wir da natürlich auch nicht. Okay. Ich, um ehrlich zu sein, ich will auch gar nicht mehr raus. Ist ja schon besser so, dass wir hier drinnen sind. Und er ist ja auch hier drinnen, also ist ja eigentlich scheißegal. Und wir sollen jetzt hinter ihr hergehen, oder was? Wir sollen auch nach unten gehen, so wie es aussieht. Chris will unbedingt runter. Vielleicht finden wir irgendwas. Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das war. Josh war dein Freund. Ashley, und ich... Nein, ich will nur sagen, ich... Ich meine, danke. Danke. Ich verdanke dir mein Leben. Ja, so ist das halt. Schon gut. Ich meine... Ich würde es wieder tun. Na klar. Okay. Gut zu wissen. Vielleicht kommen wir hier durch. Nein, leider nicht. Und da ist jetzt auch das... Ich weiß auch gar nicht, gibt es da eigentlich einen anderen Ausgang? Und wo sind wir eigentlich abgehauen? Wir sind doch eigentlich nochmal hier hochgerannt wieder mit Sam. Und dann haben wir doch einen anderen Ausgang genommen. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nah. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Ist ja okay, aber hier haben wir schon mal was Interessantes. Hier haben wir Scherben. Ja, und die Scherben... Was ist dir passiert? Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Sam ist in Gefahr. Das merken sie hoffentlich jetzt auch. Ja. Was sollen wir machen? Sollen wir vielleicht in den Raum gehen und vielleicht können wir das Video nochmal abspielen? Ich glaube nicht, dass er das jetzt rausgenommen hat hier. Also ich denke mal eher nicht. Ach nee, oder sind wir da abgehauen in die Richtung? Das kann sein, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, ob es wirklich in die Richtung war. Da reingucken können wir ja auch nicht, oder in den Raum. Das wäre auch mal cool, dass man da reingehen könnte, aber leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die Tür hat man auch gar nicht gesehen irgendwie. Also muss anscheinend da in dem Zwischenraum dann sein. Wie geht das eigentlich? Wie kann die Tür einfach so automatisch so zugehen? Es ist doch nicht mit Geistern hier zu tun, das Spiel, oder doch? Sind das unsere Geräusche? Deswegen gehe ich mal hier in die Tür rein. Das ist so abartig. Alter.
Nochmal versuchen. Das ist wirklich gruselig. Das ist wirklich, er will anscheinend, dass wir in irgendeine Richtung laufen. Oh mein Gott. Was soll das denn hier? Das scheiß Clown. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Es war ein Geist. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Na genau, Tür geht auf, los geht's. Hey, geil. Als ob. Tür geht einfach automatisch auf und ihnen da einfach, ja, los geht's, geil. So, geht die Beziehung mit ihnen runter? Romantisch geht auch runter. Nur weil wir das jetzt gesagt haben. Auch ein bisschen doof. Okay, die Türen sind alle zu. Ich will wirklich, dass wir in diese scheiß Richtung gehen, ey. Hier ist nix. Okay. Aber Chris, er kann doch nicht so dumm sein. Ja, also die Tür geht auf euch automatisch auf. Ja, los geht's. Yeah. Die Tür geht auf. Nächstes Level. Geil. Naja. Ich hab doch keinen Bock, hier runter in den Keller zu gehen. Ist auch keine gute Idee. Mal Chris, uns wetten, mal erschreckt er uns. Na, wo ist er? Ach, da bist du, ja. Alter. Ich erschrecke mich hier jedes Mal. Bei jeder kleinen Scheiße. Ich bin echt so erschreckend hier. Alter. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle? Ist denn hier los? Oh. Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du dran gestoßen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an und dieses Gespenst oder Ashley, was immer es war. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich habe Angst um Sam. Was ist mit ihr passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte, Chris. Ja, kann doch alles sein. Und ich habe schon Befürchtung, wenn wir uns dieses Puppenhaus angucken, das sieht, glaube ich... Ach, hoffentlich passiert jetzt nichts, ey. Komm, ich folge einfach den Geräusch und guck mir diese Kacke jetzt einfach mal an. Da, Chris! Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein! Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Okay. Dann müssen wir wohl den Schlüssel mal suchen. Können Sie mir ja einmal ein bisschen umschauen hier. Okay, ein Schlüssel. Wo finden wir den verdammten Schlüssel? Hm? Okay, den suchen wir jetzt erstmal. Das will ich nämlich erstmal irgendwie finden. Vielleicht kommen wir ja doch irgendwie rein. Vielleicht ist der Schlüssel hier drin. In dem Schrank, nein. Aber was ist denn da rausgefallen aus dem Schrank? Ich weiß es gar nicht so genau. Schlüsselchen. Ne, warte mal, hier reden wir erstmal nicht her. Wir
können ja erstmal hier vorne hergehen. Vielleicht finden wir. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du es nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Hör einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Warte, wie Beth. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Ich laufe da jetzt erstmal nicht hinterher. Ich gehe erstmal jetzt hier rum. Ich habe keinen Bock, daher zu gehen. Ich will erstmal diesen scheiß Schlüssel finden. Und hier ist doch auch was passiert. Da. Oh, nee. So. Da haben wir doch was, was wir uns erstmal angucken können. Aber irgendwie reden die dazu gar nichts. Okay. Hier durch die Tür vielleicht? Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Ja, komisch. Hat er jetzt wieder alles, wieder hier die ganzen Hinweise alle weggemacht? Der doofe, miese Clown. Ich weiß auch nicht, finden wir den Schlüssel irgendwo anders oder... Wie soll das sein hier? Das Pferd hat auch so komische Augen, ey. Das ist echt krass, wie das Pferd aussieht. Ey, solche roten Augen. Vielleicht finden wir doch irgendwo hier den Schlüssel. Auch nicht, dass jetzt hier was auftaucht. Hier haben wir den Schlüssel. Ha, na bitte. Oh mein Gott! Da, Chris! Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast! Siehst du? Das ist, Du siehst es, du! Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt! Chris, es zeigt uns den Weg! Ja. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich reingucken sollen. Aber Chris ist ja auch hier. Ich glaube, dann müssen wir da sogar reingucken. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Wie, was? Ja. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Was sollen wir da nehmen? Ein Buch? Abschluss? Das ist Hannahs Tagebuch. Okay. Von 2013 bis 2014. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind heraus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Die freut sich. Juhu, morgen steigt die Party. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Wenn alle zusammen hier sind. Achso, ich darf es gar nicht richtig lesen.
Gut, dankeschön. Was war das? Das kommt von da hinten. Und ja, Leute. Sollen wir da wirklich reingehen? Chris, gib bitte nicht alleine darüber. Nicht, dass dir jetzt auch noch was passiert, wenn du da rumstehst. Mit dem Rücken zu der Tür. Okay. Geht's da nach draußen? Ist da was passiert? Ich will nicht hingucken. Alter, was war das bitteschön? Alter Falter, ey. Hey, hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Mach mal auf. Was soll denn da stehen? TR, okay. Verschiedene Da! Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Was ist denn mit der Schere? Sollen wir die mitnehmen? Okay. Gucken. Drück immer die falsche Taste, aber. Naja, was haben wir jetzt hier? Wir haben irgendwie jetzt neue Sachen hier. Matt hielt während des Streits mit Emily zu Jessica. Emily war aggressiv zu Matt. Okay, mehr gibt's da nicht. Matt hat sich in Sicherheit gebracht. Ashley hat die Schere genommen. Okay. Dann wir haben noch mehr Sachen. Warte mal kurz. Noch mehr Sachen, die wir uns eben anschauen. Hier kurz. Originallampe für RP 5000 Stunden, okay. Mehr Hinweise finden wir, glaube ich. Ah doch, wir haben hier noch das Foto. Können wir uns eben anschauen. Und sonst war es das. Neugierig ist aber auch ganz hoch bei Ashley. Ich bin echt mal gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Und was haben wir hier? Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Weiter geht's. Was passiert hier? Chris, wo bist du? Geh nicht immer so weit vor. Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Ist einer von hinten gerade gekommen? Gerade so aus? Nee. Finden wir hier noch irgendwelche Hinweise oder so? Ich glaube nicht. Hier war doch auch Sam. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich höre hier irgendwas. Sam war doch da unten. Oder nicht? Und ja, Leute, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet dann wieder ein bei einer neuen Folge von Until Dawn. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ciao.